So, ich habe mir noch kurz ein Käffchen geholt. Ich habe jetzt entschieden, jetzt mal in einem Ruck durchzumachen. Man kann das halt später nochmal irgendwie schneiden. Also, wenn ihr jetzt dazugestoßen seid, ihr habt das Stern-Jakobs-Video, wie das entstanden ist mit den Farben und warum ihr besser die blaue Pille nehmen sollt und so weiter. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, schaut das. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen über, über Familie zu sprechen. Und ich möchte euch dann fragen hinterher, zu welcher Familie du denn halt so mit dazugehören möchtest halt. Ne? So, und wenn wir über Familie sprechen, dann können wir natürlich, könnt ihr euch natürlich einfach hier die Bibel durchlesen. Ja, könnt ihr euch die Bibel durchlesen. Also wir haben halt gesagt, wir glauben halt nicht, das ist halt totaler Blödsinn, dass der Mensch vom Affen abstammt, sondern der Mensch stammt natürlich von seinen Eltern ab. Ja, der stammt natürlich von seinen Eltern ab. Und nach den letzten Befragungen, die ich durchgeführt habe bei meiner Mami und auch bei meinen anderen Vorfahren, es gab keine Affen unter uns. So, also die Affen-Story glaube ich nicht, ja, totaler Blödsinn, so. Was ich allerdings glaube, sind die Geschichten unserer Väter, die Geschichten unserer Väter. So, jetzt hat halt, haben halt die wenigsten glauben halt daran, dass das Wort Gottes, ja, dass die Bibel wahr ist, dass das, was da drin, die glauben, dass das halt irgendwelche Storys sind und irgendwelche Geschichten. Und deswegen sind sie natürlich verdammt halt, ne, an den ganzen Müll zu glauben, der halt zum Beispiel im Spiegel drin steht halt, ja. Dass halt Frauen nur irgendwelche Objekte sind, die man benutzen kann, ja, zum Beispiel auch als Kanzlerin, ja. So, dem ist aber nicht so, ja, sondern das ist halt ein bisschen anders aufgefallen. Warum? Weil die Bibel halt wirklich über die Familiengeschichte der Menschheit, ja, der Familiengeschichte von Adam, der Familiengeschichte von Adam, so. Und wir haben halt in dem anderen haben wir halt festgestellt, dass das erste war halt, ne, dass Kain den Abel erschlagen hat und dieser Potenzial, dass Kain den Abel erschlägt, der ist in uns allen drin. Ich meine, du machst halt das Fenster auf, ja, und du siehst Mord und Totschlag oder du machst halt den Fernseher an. Das Schlimme halt daran ist, dass halt auch sämtliche Actionfilme und so weiter und so fort, Kriegsfilme, ich meine, das wird halt von vorne bis hinten gezeigt, ja, wie Leute sich abschlachten, wie Leute sich foltern, vergewaltigt werden und so weiter und so fort. Und das ist für uns zu einem Normalzustand geworden. Es ist ein totaler Normalzustand geworden, Und deswegen ist es halt uns nicht aufgefallen, dass die Familie, die heilige Familie, so wie sie eigentlich sein sollte, verloren gegangen ist und wir nur einem Ideal laufen, also einer falschen Trinität von Horus, Osiris und Isis, ja, was es aber eigentlich nicht gibt, ja, sondern das redet man uns nur ein. So, und jetzt ist es halt wichtig zu verstehen, ja, dass halt die Namen und die Bedeutungen in der Bibel, die haben, das hat wirklich eine Bedeutung für uns heute. Und damit man das halt mal so transportieren kann, ja, habe ich einfach meine eigene Familiengeschichte, die halt eine Parallele zu der Bibel, zu der Geschichte ist, die halt in Anführungsstrichen, ja, in der Bibel aufgeschrieben ist, ja. So, und da ist es halt, ich denke, da ist es halt jeder, der heute so als Christ, als Moslem oder Jude durch die Gegend läuft, ne, sollte sich, ne, auf jeden Fall zu dem Vater Abraham bekennen. Ja. Denn der Abraham war ein Vater von vielen Nationen. Der Vater von vielen Nationen halt, ja. So, und auch Abraham hatte Zwillinge, beziehungsweise hatte ja zwei konkurrierende Söhne. Ja. So, und das eine war der Ishmael und das andere war der Isaak. So. Und jetzt sieht es halt so aus, dass der Ishmael, na, der wurde halt von der Magd Hagar geboren, von der Ägypterin, und der Isaak von seiner Frau Sarah. So.
Und Sarah heißt eigentlich Sarah, heißt nicht nur Prinz oder Prinzessin oder Mutter vieler Nationen, sondern ist auch ein Same. Ja, es ist der Same, Sarah bedeutet Same. So. Und das hier ist eigentlich diese Geschichte zwischen Abraham und Sarah. Ja, ist halt bezeichnend gegenüber der Geschichte von Hagar, von Abraham und Hagar. Ja, so, das könnt ihr alles nachlesen. Ja, für die Christen. Alles komplett aufgeschlitten von Römer 9 bis 11. Ne? Römer 9 bis 11, Römer 9, 11, genau, da geht es nämlich um diese beiden Säulen, ja, um diese beiden Säulen, die es halt in der Welt gibt. So, das heißt, hier ist die rote Säule, das ist halt derzeit so die Säule, die Krieg will, die einen Bund gemacht hat gegen Vater Abraham, ja. So, und aus Isaak, da gibt es dann halt noch ein paar andere Problemchen. Denn Isaak hatte halt Zwillinge, ne? Und das ist halt Esau und Jakob gewesen. So, und das ist halt Esau und Jakob gewesen. So, und was passiert, ist, dass Esau sein Erstgeburtsrecht, er ist eigentlich der Erstgeborene gewesen, er verkauft sein Erstgeburtsrecht. Er verkauft sein Erstgeburtsrecht und heiratet halt eine Tochter von Ishmael. So. Gott sagt allerdings, du pass auf, Abraham, ja, pass auf, Abraham, ich möchte halt nicht, ich möchte, dass es gerne über Jakob kommt. So. Und was jetzt geschieht, ist halt, es heißt dort in der Toldot, in der Geschichte von Jakob, dass die Geschichte Jakobs gleich die Geschichte Josefs ist. Ja, ist die Josef. Und Josef ist derjenige, aus dem dieses göttliche Versprechen an Abraham herauskommen soll. Ja? So. Und die Geschichte mit Josef, ja, Josef hat halt einen Sohn, der heißt Ephraim, so wird der geschrieben, der hat einen Sohn, der heißt Ephraim. Und der Ephraim in Kapitel 48, und zwar 1. Mose 48, so, und das lesen wir jetzt mal ganz kurz. Und es geschah nach diesen Dingen, dass man Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank, und er nahm seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich, und man berichtete Jakob und sprach, siehe, dein Sohn Josef, ja, kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich aufs Bett. So. Und dann geht halt die ganze Geschichte los. Und da sind jetzt also zwei Söhne, die davor stehen. So, das haben wir noch. Das sind also zwei, Ephraim und Manasse. So, und Israel, also hier Jakob gleich Israel. Da kommen wir später noch drauf. Jakob gleich Israel. Das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Da sprach er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne.
Und die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Ich kriege auch langsam so. Und er führte sie näher zu ihm und er küsste sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef: Ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef führte sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten und führte sie näher. Und Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. So. Das heißt, was eigentlich der, was Jakob gemacht hat, der hat halt seine Hände genommen und so. Hat halt in einem Kreuz, die beiden Dinger, die beiden Söhne gesegnet, nämlich den Ephraim und den Manasse, ja, und hat halt mit der rechten Hand des Erstgeburtssegen halt nicht die auf den erstgeborenen Manasse, sondern die auf den jüngeren Ephraim gepackt. Ja, so. Und wer sich das mal überlegt, die Skull and Bones haben halt eine überkreuzte Arme als Knochen mit einem Kopf und ihr könnt überlegen, wen die damit, an wen die sich erinnern halt. Ne? So, das ist halt der Jakob. Ja? Die sagen, wir sind diejenigen, die halt die Weisheiten von Jakob verwalten. Aber nun gut. So, und er legte sie jetzt... Genau, und Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Er war aber der Jüngere und seine Linke auf das Haupt Manasses. Er legte seine Hände absichtlich so, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott vor dessen Angesicht meine Väter Abraham, Isaak und Jakob gewandelt sind, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, segne die Knaben und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham, Isaak und sie sollen sich mehren zu einer Menge inmitten des Landes. So. Also, Ephraim, Ephraim, gleich Israel. Ja? Ephraim gleich Israel. Ephraim gleich Israel. Ja? Juda noch nicht. Ja? Juda hat das zwar, aber per Bibel, 48, Ephraim. So. Jetzt merkt der Josef: Mensch, Vater, du, was machst denn du? Du legst gerade deine rechte Hand des Erstgeburtssegen, du legst sie gerade auf den Ephraim. Was machst denn du da? Das hier ist der Erstgeborene. Und Josef sagt: Nicht so, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber der Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, ich weiß es. Und auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein, aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jedem Tag und sprach: In dir wird Israel segnen und sprechen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Und er setzte Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe. Und Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Landstrich über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter genommen habe, mit meinem Schwert und mit meinem Bogen. So. Es gibt also die große Frage in der Familie: Wer ist berechtigt, er ist berechtigt, den Namen Israels zu tragen. Wer ist den Namen Israels zu tragen? Und zwar nicht von irgendeinem Israel, sondern von demjenigen, dem die Verheißungen gegolten haben. Denn die Verheißungen von Abraham sind laut 1. Mose 25,5 an Isaak übertragen worden. So.
Und Isaak bekommt alles, ja, was Abraham bekommen hat, gibt halt Isaak das an Jakob weiter. Ja, warum? Jakob kauft es sich. Er kauft es sich von Esau. Er hat es sich gekauft. Ja. Und Isaak segnet ihn. So. Und jetzt gibt also Israel gibt diesen Namen, diesen Titel, diesen Erstgeburtsrecht, alles was er hat, gibt er Ephraim. So. Und das ist halt dieses Geheimnis jetzt, dass halt Ephraim, genauso wie Jakob, ja, genauso wie Isaak, genauso wie der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes, haben die halt einen Zwilling. Die haben alles Zwillinge. Ja, und in dieser Familienordnung, von Abraham, ist diese Ordnung komplett kaputt gegangen. So dass jetzt halt heute, so wie es ist, Bruder gegen Bruder, ja, Cousin gegen Cousin, ja, Volk gegen Volk und jeder gegen jeden kämpft, ja, jeder gegen jeden. So, und die größte Challenge, ja, oder die größte Aufgabe ist es halt, diesen Streit, der vor 3500 Jahren, vor 4000 Jahren angefangen hat, zu beenden. Warum? Weil Abraham der Vater vieler Nationen ist und nicht die Isis die Mutter. Ja? Wir leben heute in einem Isis-System. Ja? Wir leben heute in einem Frauensystem, was keine Kinder mehr hervorbringt. Es bringt auch keine Väter mehr hervor, weil Väter hier in diesem Land das absolut Letzte sind. Die sind das absolut Letzte. Ja? Und es braucht einen Aufstand der Väter, die sagen, einmal, Moment mal hier, hier ist ja in dieser Familienordnung, ja, ist ne Christen und ja Christen und Juden. Da haben wir sie, Christen und Juden. Ja, zwischen Moslems, ja, und Juden, zwischen Moslems und Christen, ja. Das kriegen wir nur geregelt, wenn Väter ihre Kinder so sehr lieben, dass sie sagen, alles klar, ich gehe zurück zu meinem Vater Abraham, ich höre mal, was der zu sagen hat. Schau mal, wer hat das letzte Wort und wer soll hier am Ende über die Nachkommenschaft Abrahams, ja, über wer soll denn darüber herrschen? Soll das halt jemand sein, der von oben runterkommt aus diesem System? Ja, oder soll das einer aus Ephraim sein, so wie es verheißen ist, aus einem Königreichssystem. So, und das ist jetzt halt das größte Geheimnis, dem wir halt heute gegenüberstehen, ja, dass die Familie in der Bibel ist halt eine komplette Spiegelung dessen, was heute abgeht. So, und das, ich hatte gesagt, das hängt viel mit meiner Familie zusammen. Ich werde euch das mal erklären, ja. So, und bevor ich das tue, für jeden Christen, und ich sage das jetzt seit 15 Jahren, da hat es nie was anderes gegeben, der Ausdruck hier in 1. Mose 48 nennt sich Melohagoim, die Fülle aus den Nationen. Ja, die Fülle aus den Nationen. Und Römer 11, 25, ja, Römer 11, 25 ist der einzige, ist die einzige Stelle in der Bibel, neben dem 1. Mose 48, wo der Begriff Melohagoim auftaucht. Das heißt, Römer 11, die Vollzahl aus den Heiden, ist genau das gleiche wie die Fülle aus den Nationen aus 1. Das heißt, hier ist diese Verbindung. Ja? Das Geheimnis in Israel für jeden Christen liegt in Römer 11, 25 begraben. In 11, 25. So. Und das muss halt einer sein, das muss Ephraim sein. Und ich sage euch, zeigt euch das, wie das jetzt aussieht. So, 1900,
Abraham, ja, Abraham war 100 Jahre alt, als der Isaak, als sein Isaak geboren wurde. So. Was wir halt haben derzeit ist so ein Zeitabschnitt, ja, wir sind gerade 100 Jahre plus 15, ja, 100 Jahre plus 15 und in diesen 100 Jahren sind so ziemlich die unglaublichsten Dinge in der Geschichte abgelaufen. Warum? Weil 1914 wird halt ne, der Erste Weltkrieg ausgebrochen, ja, der wird ausgebrochen, genau so, er wird ausgebrochen, warum? Weil halt jemand ermordet wird, es streiten sich die Leute, ja, und ziehen halt jeder gegen jeden in den Krieg. So. Dann gibt es halt 1919, da ist der Faschismus, wird geboren. Ja, 29, wir können jetzt mal, wir skippen halt mal ein paar Sachen, aber wir haben dann halt 38 WK2, ja, wir haben 49, haben wir BRD, 89 BRD2, dann haben wir 2000, genau, BRD2, so. Und dann haben wir hier 2001 haben wir Euro und 2010 haben wir Europa. So. Also vor 100 Jahren, um das mal jetzt mal so vor, wenn wir uns halt mal ganz praktisch vorstellen, dass irgendwann ist tatsächlich Abraham vor 4000 Jahren losgelaufen, hat Kinder gehabt, so und der Jakob, ja, hatte halt eine Tochter geheiratet von Lavan. Ja. Und Lavan heißt tatsächlich weiß. Ja, weiß. Das heißt, Jakob hat ist selber Semit gewesen. Und wir können davon ausgehen, dass gewisse Teile der Nachkommenschaft Abrahams genau so aussehen wie wir. Absolut. Warum? Wir sind in dem Moment, wo ein Vater einen Sohn bekommt, dann ist der Sohn der Zeuge. Er hat den Sohn gezeugt und der Sohn kann natürlich nur von dem zeugen, was sein Vater gewesen ist. Ja, ist ja ganz klar. So, und jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn wir davon reden, okay, das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, ne, vor 4000 Jahren, da war halt Abraham einer, dann gab es Isaak einer. So, und wie ist es möglich, dass so viele Kinder da rauskommen? Na, wie, Bevölkerungswachstum, ne? Seid fruchtbar und mehret euch, so. Und das hat natürlich eine ganze Zeit gedauert. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir, 4000 Jahre fast, bis wir in ein Zeitalter gekommen sind, der Industrialisierung. So. Was wir eben nicht, was wir eben heute, ja, im Jahre 2015 überhaupt nicht mitbekommen, ja, ist, als das 20. Jahrhundert angefangen hat, ja, standen wir halt schon unter diesem System. Wir standen schon komplett unter einem babylonischen System, ja, was auch hier schon aufgespalten war zwischen Athen, ja, nämlich dem Gedanken des Humanismus von 1789, ja, so, und dem Gedanken von Rom. Ja. Den gab es halt auch schon, den gab es ebenfalls, natürlich, ja, nur dass halt hier zu diesem Zeitpunkt war der Papst, der war halt noch ein bisschen im Knast, er ist als 29 erst, ist er wieder hochgekommen. 29 ist quasi so die Geburtsstunde vom Königreich Vatikanstadt halt, so, ja, so, und das also hier, bis 1908, bis 1809, so, und dann fing das wieder an 1929, ja, in der Zeit war der Papst eigentlich, Rom war eigentlich tot, aber über die Philosophie und so weiter und so fort hat man halt gedacht, Mensch, das ist eine tolle Idee, weil wir brauchen ja jemanden, ne, der uns die göttliche Autorität gibt, menschliche Gesetze zu machen, und dafür braucht man Papst wieder, okay, so.
Und jetzt muss man sich halt vorstellen, jetzt kommt also die Gemeinde Abrahams, denn die ist eigentlich in diesen beiden Sachen gefangen. Ja? Die ist halt gefangen. Also wenn wir uns das, wenn wir heute keinen Staat hätten, kein Königreich, kein Dings, dann würden wir doch also uns so zusammenrotten mit den Leuten, mit denen wir es vorher, die so aussehen wie wir. Familie halt. So. Und genau so ist es gewesen bis zum 19. Jahrhundert. So. Und im 19. Jahrhundert gab es halt ein Königreich. So, und jetzt bitte ich euch, das ganz praktisch zu sehen, ja, das Königreich, am 30.06.2015 hat die Bundesregierung aufgrund einer Anfrage der Linken klipp und klar gesagt, jawohl, das Deutsche Reich ist noch existent. Und das Deutsche Reich ist halt ab 1872 ist halt ein Königreich gewesen. Ja? So, und das Königreich ist erst nach dem Ersten Weltkrieg kaputt gegangen. So. Und danach, nachdem das Königreich kaputt gegangen ist, ja, kamen halt Welle über Welle, die dieses Königreich komplett aufgewuselt haben und halt in einem Europa eingegangen sind. So, was waren die da oben? Naja, bisschen Spaß. Das ist unglaublich. Wir haben ja oben Nachbarn, ja, die machen eine riesen Panik hier. Es ist, die steigen uns aufs Dach. Die trampeln mal gerne. Die trampeln mal gerne. So, das heißt, das Königreich ist in den letzten 100 Jahren für jeden, der in Deutschen, also für jeden Deutschen, ja, der hier, der einen Opa hat, ja, und einen Großvater oder so, für den ist das Königreich hier im Ersten Weltkrieg verloren gegangen. So. Und jetzt ist halt die große Frage, ja, was passiert denn jetzt, wenn, zu wem gehörst du denn jetzt, ne? Gehörst du jetzt zu den Nachfahren von Abraham über Isaak und Jakob? Gehörst du zu Ishmael? Gehörst du was? So, und da rede ich nicht von dem, was du glaubst, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern wer ist dein Papa? Wer ist dein Papa? Ja? So, jetzt weiß ich nicht, was eure Papas alle gemacht haben, ja? Ich weiß, dass es halt sehr, sehr traurig ist, dass viele da keinen Papa gehabt haben, aber ich kann euch mal so einen kleinen Einblick geben, was mit meinen Papas passiert ist halt, ne? Nämlich, im Grunde genommen, ja, ist jeder von uns, ne? Also ich bin jetzt persönlich hier, mein Opa ist halt geboren worden, Opa Jakob, ne? Geboren worden 1907. So, hier. So, 1907. Meine Oma Maria ist geboren worden 1910. So. Das heißt, die waren zarte 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, 4, 7 Jahre alt, ne, als der Krieg anfing. So, und jetzt hat es halt, ne, meine Großeltern haben geheiratet, ne, irgendwann in den 30ern, Anfang 33. So, und siehe da, es bricht schon wieder ein Krieg aus. Das heißt, zwei frisch Verliebte, ne, fangen endlich an. Es dauert 10 Jahre, bis die ein Kind bekommen. Und 1943, ne, bekommen die halt mal einen Papa. Ja? So. Also das ist Jakob. Ja? So. Und 43 wird halt mein Papa geboren in der Bomben, ja, zwischen den Bombennächten in Düsseldorf. Ja? Also ganz praktisch gesehen, ja. Zu Pfingsten 43 gab es halt das Pfingstfeuer in Düsseldorf, ja, also wo die gesamte Stadt komplett systematisch mit riesen Bombenteppichen belegt worden ist und halt Riesenteile abgebrannt sind, halt wie in vielen, vielen anderen Städten auch. So. Und dort ist halt mein Vater geboren worden. So, und zu diesem Zeitpunkt, ja, ist er schon kein Königreich mehr gewesen. Das hat man ihm schon weggenommen. Ja, das hat man ihm schon weggenommen und er hatte keine Möglichkeit, irgendeine Entscheidung darüber zu treffen. Null. So, okay. So, und jetzt wird halt, ne, geht's halt raus, 49 kommt halt die BRD, ja. Ne, die wird jetzt nach einem demokratischen System hochgezogen. So, und meine Wenigkeit, die wird halt 67 geboren. Ja. 1967, so. Jetzt ist halt einer meiner Kinder, jetzt sind halt meine Kinder, die sind auch noch, die sind jetzt hier bis 1999, ne, also 92,
97, 99, ja, und hier 2004 und 2008. So. Praktisch gesehen ist mein Großvater Jakob ist beschissen worden. Ist beschissen worden, ja, von den Banken, von der Industrie, von irgendwelchen Leuten, die vor 100 Jahren jemanden umgebracht haben, um diese Machtstruktur von Rom und Athen wieder aufzubauen, um das Königreich, ja, was von Anfang an aufgeschrieben ist, quasi richtig kaputt zu machen. So. Und von 1900 bis 2000 ist halt durch diese Idee der Illuminaten, dass man halt gesagt hat, ja, guck mal hier, Athen, ja, das ist eigentlich die tolle Sache, das ist die Philosophie, ja, und das ist das Himmlische. Und Rom, ja, das ist das Gesetz, ja, und wenn die beiden, also die Demokraten und die Republikaner, wenn die zusammen sind, dann haben wir eine tolle Machtstruktur, die halt, ne, über die Pyramide funktioniert. So. Was aber keiner gemerkt hat, ist, dass die Leute, die Nachkommen Abrahams, ja, nämlich Jakob, Josef, Ephraim, die sind alle drin. Die sind alle komplett in diesem System mit dabei. Ja? Und merken nicht, wie sie gegeneinander streiten und ausgespielt werden von dieser Ordnung, die derzeit über sie herrscht. Ja? Das nehme ich halt hier, ne? Rechts, links, Juden, Christen, also immer diese Dualität, wo dann immer jemand sagt, ah, meine Güte, du streitest dich, naja, dann gib die Macht doch mir. Dann gib mir die Macht, gib mir die Macht. So bis wir heute jetzt angehen, dass wir also komplett, auch Jakob, komplett hier versklavt ist. Und zwar in den letzten 100 Jahren, von 2014, vom Ersten Weltkrieg angefangen, ja, bis zum Jahre 2014, 100 Jahre, Mord, Totschlag, 262 Millionen Leute. Warum? Weil sie dem Wort Gottes nicht geglaubt haben, ja, und halt ihren Bruder wie Kain permanent umbringen. Permanent umbringen. Warum? Weil er eine gute Idee hat, ja, weil er seinen Kindern was Gutes will, ja, weil er in die Zukunft plant. So. Und dadurch ist Jakob in den letzten 100 Jahren komplett unter dem System versklavt worden. Er weiß noch nicht mal, die meisten wissen noch nicht mal, ja, dass das so gewesen ist. Die wissen es nicht, sondern die werden heute wach. Ja? Das, was sie halt machen, wir haben das jetzt eine absolute Katastrophe. Ja? Also wir fahren hier in der Berliner U-Bahn, gucken uns das an und 90% der Leute sitzen nur noch vor so. Die reden nicht mal miteinander, die kommunizieren auch nicht mal, die sprechen auch noch nicht mal einen zusammenhängenden Satz. Die sind auch nicht mehr in der Lage, einen normalen zusammenhängenden Satz zu formulieren, weil sie nur noch hier reingucken. Sie gucken nur noch hier rein und sie sind gesteuert durch Klicken und Machen und Tun. Ja? Und keiner setzt sich damit zusammen auseinander, was ist denn mit den Kindern Abrahams? Nein, da wird sich gestritten über, du bist das, du musst so glauben, man mach doch, Alter, mach doch. Ja, so. Und das ist jetzt die Zeit heute, liebe Kinder, ja, dass nämlich der Vater Abraham, ja, im 19. Jahrhundert, ja, dass der sagt nach 100 Jahren Feierabend, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, ja. So, und wie gesagt hier, ich habe mir gesagt, mal ganz praktisch gesehen, ja, mein Vater ist geboren in der DDR1, im Deutschen Reich. Opa ist im Kaiserreich geboren. Ich bin in der DDR, in der BRD1 geboren worden, in Westdeutschland. Ja. Ich habe einen Sohn, der genau in der Wendezeit geboren wurde. Auch in einem anderen. Jedes meiner Kinder ist in einem anderen Rechtsraum geboren worden. Ja. Und jeder erzählt mir, dass ich zu zahlen habe für irgendeine schwachmatische Idee. Ja, für irgendeine schwachmatische Idee, die nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hat, dass ich meine eigene Familie in irgendeiner Art und Weise
entwickeln kann. Geht nicht, ja. Sondern man sagt mir, nein, Kinder, die müssen hier rein, ja. Die Kinder, die müssen hier rein, die müssen daran glauben, dass sie vom Affen abstammen. Die müssen daran glauben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Männlein und Weiblein. Die müssen daran glauben, dass dieses Schuldgeld, dass das echtes Geld ist, ja. Die müssen daran glauben, dass eine Frau, sowas wie eine Angela Merkel, dass die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ja, um über uns zu herrschen. Ja, und das, liebe Leute, lasse ich mir nicht mehr gefallen und ich lade euch auch, das solltet ihr euch auch nicht gefallen lassen, ja. Die einzige Sache ist, ich bin derjenige gewesen, der jetzt halt seit 7 Jahren schon angefangen hat und gesagt, nee, Widerstand. Widerstand, Widerstand, warum? Die Präambel des Grundgesetzes sagt, dass du ein Bewusstsein haben musst deiner Verantwortung gegenüber Gott. Weißt du überhaupt, dass Gott gibt? Weißt du das überhaupt? Weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass Gott eine Aufgabe für dich hat? Weißt du, dass wir da alle zusammen in einem Boot sitzen, ja? Und dass wir halt dafür da sind, um die Familien wieder zusammenzubringen. Und zwar nicht, ja, nicht nach der Regel der Isis, ja, nicht da, nach der Regel von einer Ostera, einer Fruchtbarkeitsgöttin, ja, und nicht nach der Regel von irgendeiner Claudia Roth, schon gar nicht, ja, schon gar nicht, gar nicht, gar nicht, und auch nicht nach einer Merkel, sondern nach einem Modell von wirklichen, echten Vätern, wie sie Abraham uns zeigt in der Bibel, ja, wie, ja, die, wer ist halt in der Familie derjenige, der aufräumt, der Frieden macht mit seinem Bruder. Mit Frieden macht mit seinem Bruder. So, und in dieser Familie, ja, da ist es halt, da könnt ihr nachschauen, das ist tatsächlich Ephraim, ja, das ist also der Jüngste in der Familie eigentlich, ne? 72 Kinder gab es halt, die von Jakob halt nach Ägypten reingezogen sind, so 72. Aber von diesen 72, ne, waren halt die ersten Kinder, ne, die anderen 11, ne, also Jakob hatte halt 12 Stämme, beziehungsweise 12 Söhne. So, und da haben halt 10 Söhne haben halt den einen, den Josef, verkauft. Die haben den Josef verkauft. Und ja, ganz ehrlich, ne, meinen Opa Jakob haben sie verkauft und meinen Papa, der 43 geboren ist, ja, den haben sie auch verkauft. Ja. Also die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist von vornherein darauf ausgelegt, dass hier das Königreich verloren wurde und 49 eine komplett neue Ordnung geschaffen wurde. Und wir sind in Sklaverei geboren. Wir sind in Sklaverei geboren. Und da brauchen wir auch nicht drüber streiten und ich will auch nicht, dass ich mit dir darüber diskutieren muss, ja? Sondern ich sag dir, das ist einfach so. Die Frage ist, was machst du damit, ne? Wenn dir das gefällt, ich sage dir, das wird nicht mehr lange so sein, weil ich dafür da bin, um das abzuschaffen. Ich bin dafür da, um das abzuschaffen, um endlich ja, zu sagen, nein, das hier ist eine Lüge. Guck dir bitte die Wahrheit an. So, und die Wahrheit ist halt eben nicht, ja, am Ende des Tages kommt eben nicht, wo ist ja der Wischiwaschi hier, am Ende des Tages, ja, ist das halt Vergangenheit. So, und da werden Schuldige gerufen, ja. So, und da wird eine Gerichtsverhandlung anberaufen, so, dann wird halt Athen und Rom, wird fallen. Das könnt ihr in der Bibel schauen, das ist halt Babylon, ja, und was überbleibt, ist halt das Königreich, ja, von Jakob. Das ist das Königreich von Jakob, so. Und wie das dann halt funktioniert, ist genau das Gleiche halt, ne. Aber das ist halt gebaut auf, ne, ganz anderen Dingen. Ja, hier gibt es einen, das ist halt der Stern Jakobs, ne, das Aleph. So, und hier sind die Zwillinge angeordnet. Das heißt, es gibt halt nicht mehr ein pyramidenförmiges System, sondern das stützt sich gegenseitig, wo du quasi, ja, der eine neue Mensch, der beides ist, der gemeinsam zusammen mit dem Heiligen Geist ein Königreich der Väter hat. Ein Königreich der Väter, ein Königreich der Erstgeborenen, wo es über Ältestenschaft geht, ja, wo dafür gesorgt wird, dass die Söhne, ja, sowohl von Esau als auch von Jakob, ja, von Ishmael, dass alle Söhne, ja, egal wenn sie von Abraham herkommen, ja, dass man sieht, jawohl, da ist einer, ne, der ist halt beides. Das ist das Aleph, so, dem können wir uns unterstellen. So, und das ist genau das, was jetzt abläuft, ja? Und das ist genau das, was Ephraim macht. Ja?
So, und wir sind jetzt, ja, wir haben euch das, ich habe euch das mal so ein bisschen erklärt, wie das von der Familie abläuft her. Das heißt, das, was ihr in den Gesetzen, ja, wie ihr denkt, wie Familie, wo wir reingeboren worden, ja, das ist ausschließlich deswegen gemacht worden, ja, weil wir über 100 Jahre, von 1900 bis 2014, ja, wir werden nur darauf getrimmt, dass wir alles schuld sind, dass die Deutschen alles schlecht machen, ja, dass wir Holocaust, das, man erzählt uns die unglaublichsten Lügen und jeder glaubt die von euch. Ihr seid so bescheuert. Ihr seid so bescheuert. Aber deswegen gibt es jetzt die Wachschelle, ja, denn, was soll ich sagen, das Römer 9,11, 11,25 ist halt wahr. Die Bibel ist wahr. Die Bibel sagt, Ephraim kommt zurück. Ja? So, und wir haben halt schon mal angefangen. Ja? Und deswegen kann jeder, hat jeder die, jederzeit die Möglichkeit, wenn du dich noch nicht registriert hast bei Ephraim, dann mach das, ja, dann mach das, denn wir werden halt diese Ordnung, die hier da ist, wir werden das in Jerusalem wiederherstellen und von dort aus wird dann Weisung aus Zion in die ganze Welt gehen, die genau das Gleiche hören werden, was ich euch jetzt gesagt habe. So, das heißt, ihr seid einer der Ersten, die das jetzt so mitbekommen. Ich hoffe, dass ihr das weitergebt, dass ihr das versteht und auch beginnt langsam die Ordnung in der Familie ebenfalls wiederherzustellen, nämlich die Ordnung des Erstgeborenen. Ja? Dass nämlich der Erstgeborene ist der Retter, ist der Erlöser, ist der Goel, heißt es in der Bibel, der, ja, der Familie. Er ist dafür da. Jemand muss, wenn die Familie, ja, in Sklaverei gekommen ist, wenn die in Schwierigkeiten gekommen ist, dann muss jemand herkommen, der sich dafür verantwortlich fühlt und der muss es machen. Der muss es machen. Ja? So. Und das ist genau das, was die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit kommt eine Ernte, ja, die anfängt, die Kinder Abrahams zu sammeln, ja, und die in die Ordnung, in den Kosmos, ja, hereinnimmt, den Gott halt geschaffen hat. Ja, den Gott geschaffen hat und wir dann in diesen Werken, die Gott geschaffen hat, von Anbeginn aller Zeiten, dass wir darin wandeln. Ja, und halt wirklich von dem Aleph, ja, bis zum Taf komplett alles summa summarum halt in Zion, in Jerusalem, wiederherstellen können, was halt unser Vater Abraham vor 4000 Jahren gesehen und verheißen bekommen hat. So, ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir werden, bitte teilt das, bitte ladet andere Leute dazu auf, bitte macht ein Sign-up, kommt mit uns mit. Wenn ihr Fragen habt, stellt die, und wir sehen uns bis später.